Hallo liebe Bewohner, es ist Freitag, der 3. Juli 2020, 13.23 Uhr hier auf Seychellen. Nook Inc. hat nun seit einiger Zeit die Gewässer um unsere Insel erforscht und studiert. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass den Ergebnissen zufolge das Schwimmen im Meer sicher ist. Besser noch, das Wasser ist klar und sauber, daher eignet es sich perfekt zum Tauchen. Damit sich niemand verletzt, bitten wir euch darum, dabei die passende Ausrüstung zu tragen. Einen Taucheranzug könnt ihr entweder im Laden oder über Nook Inc. Shopping erwerben. Oh! Ich kann es gar nicht erwarten, alle dort tauchen und planschen zu sehen. In Maßen natürlich. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir wollen die Rückkehr von Animal Crossing New Horizons auf diesem Kanal feiern und deshalb gibt es jetzt für eine Woche unter diesem Gutscheincode Horizon20 in meinem neuen Shop, ja richtig gehört, neuer Shop, auf das gesamte Animal Crossing New Horizons Sortiment 20% Rabatt. Guckt euch das mal an, wir haben auf eure Rückmeldungen gehört und nun auch Kindergrößen und Girl-Shirts im Angebot. Dazu neue Sachen wie neue Tassenfarben, aber auch komplett neue Produkte wie die Turnbeutel. Einfach den Gutscheincode im Warenkorb eingeben, dann wird der Rabatt abgezogen. Ja, ich würde sagen, gönnt euch und vielen Dank für den Support. Das sieht doch schon mal gut aus. Und ich meine nicht nur das Shirt, sondern auch so, wie das hier gerade läuft. Denn ihr wisst es ja alle, Animal Crossing New Horizons war bei mir aufgrund der Projekteflut lange in der Pause. Jetzt versuche ich wieder einzusteigen, ohne irgendwelche Spielpraxis oder dergleichen. Ja, ich habe mich einfach jetzt wieder ins Spiel gestürzt und nur die Zeit zurückgedreht. Ja, wir haben heute, wo ich das aufnehme, den 1. September 2020, aber ich habe jetzt extra auf den 3. Juli zurückgestellt. Das war nämlich der Tag, an dem das Sommer Wave 1 Update losgetreten wurde. Und ich versuche die ganzen Events, die es damals gab, jetzt noch einzufangen. Sehe hier aber schon mal keinen Taucheranzug. Ich bin etwas beunruhigt. Hallo, hallo. Aber ich glaube, diesen Spiegel haben wir auch noch nicht. Dann kaufe ich vielleicht zuerst mal den. Ja, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und anschließend... Schauen wir mal hier rein. Oder habe ich das falsch verstanden? Vielleicht gibt es den Taucheranzug auch bei der Schneiderei. Es macht ja deutlich mehr Sinn. Nein! Doch nicht! Hier! Trotzdem möchte ich an der Stelle mal fragen, warum man das nicht in die Schneiderei implementiert. Okay, es könnte sein... Weil die ja nicht von Anfang an verfügbar ist und der Laden schon. Aber come on, Nintendo. Ihr müsst nicht immer Rücksicht auf die nehmen, die halt einfach viel zu langsam spielen. Also, nichts dagegen, ja. Aber wer jetzt nach fast einem halben Jahr noch nicht die Schneiderei hat, was soll man dazu sagen, ne? Und wenn man schon eine Schneiderei hat, dann macht das halt so viel mehr Sinn. Aber egal. Ja, also bevor du dich aber in die Fluten stürzt, hätten wir noch ein paar Hinweise für dich. Uff. Zunächst einmal solltest du einen Taucheranzug anlegen, wie diesen Streifen-Taucheranzug. Such dir dann am Strand oder auf Felsuntergrund eine Stelle und drück A, um ins Wasser zu hopsen. Um dich anschließend durchs kühle Nass zu bewegen, musst du nichts weiter tun, als A zu drücken. Oh, und falls du im Wasser einen Schatten siehst, drück Y, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wer weiß schon, was sich da unten so für Meerestiere herumtreiben. Vielleicht gelingt es dir ja sogar, ein Exemplar an Land zu ziehen. So, damit solltest du nun über ausreichend Schwimm- und Tauchfachwissen verfügen. Hurra! Zurück zum Geschäftlichen. Willst du den kaufen für 3000 Sternis? Aber sicher doch. Danke! Andere Designs haben sie nicht? Nee. Ja gut, wird wahrscheinlich jeden Tag wechseln. Dann seien wir mal nicht so eitel und geben uns mit diesem roten Streifentaucheranzug zufrieden. Ich bin ja froh, dass es bis hierhin klappt, weil ich wusste echt nicht, ob das mit dem Zeit-Zurückstellen so in Gänze funktioniert. Und traue dem Braten auch immer noch nicht ganz. Weil es ist ja nicht nur das Tauchen hinzugekommen, sondern noch eine... Nein, zwei neue Charaktere. Einmal ein Gulliver-Verschnitt. Da bin ich schon sehr gespannt, ob das einfach nochmal Gulliver ist, mit einer anderen Identität.
Oder sein Bruder? Whatever. Kein Plan. Und dann haben wir noch Johannes. Oh, warte mal, da ist ein Hai. Und ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Wäre natürlich klasse, wenn wir jetzt noch einen Hai angeln könnten, der neu für die Fauna Perdi ist. Bin ich zu weit weg, oder? Mann, Digga! Erst guckt er 20 Minuten da drauf und dann beißt er instant an. Komm, wir springen dem hinterher und schnappen ihn uns. Oh, cool. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier in Animal Crossing New Horizons schwimme. Das war ja auch schon in New Leaf möglich, aber New Leaf habe ich nie gespielt, wie ihr wisst. It's my first time. Oh, und was ist das? Ist es die Abgrenzung? Weiter darf man nicht schwimmen. Okay, macht ja auch Sinn. Alles klar. Dann werde ich mich mal ein bisschen umschauen und euch wissen lassen, wenn ich was gefunden habe. Ja, seien es... Oh, warte mal, was sind das für Luftblasen hier? Was war das? Hat da jemand gefurzt? Wie lange kann man tauchen? Es gibt gar keine Luftanzeige. Oh, aber ich habe eine Qualle. Eine Ohrenqualle, um genau zu sein. Endlich jemand, der mir zuhört. Eben! Am besten sage ich nichts weiter dazu. Oh, guck mal, hier sind sogar Korallen. Sehr, sehr, sehr schön. Bisschen schade ist halt, dass man die Kamera nicht drehen kann. Wie im gesamten Spiel. Das würde die Orientierung im Wasser nochmal ein bisschen verbessern. Aber hey, es ist trotzdem eine sehr coole Erfahrung. Finde ich gut, dass sie das hinzugefügt haben. Was haben wir da unten? Mir gefällt diese Vogelsicht fast besser beim Tauchen als die normale. Oh, das ist doch eine Seeanemone. Funde wie dieser anemonieren mich zum Tauchen. Genau so ist es. So, aber können wir diesen Johannes noch finden? Das wäre sehr cool. Zwar keinen Johannes gefunden, aber ein Nacktkiemer. Er ist tatsächlich kiemlich nackt. Dann bitte alle jungen Zuschauer jetzt abschalten. Auch hier in Stegnähe haben wir was im Wasser. Oh! Ist das eine Seeschlange? Ach so, nee, nur ein Aal. Okay, ein Röhrenaal. Na, rühr mal! Das ist so entspannend. Ich liebe es. Boah, was ist denn da? Das ist doch eine Wakame-Alge. Du hast dich wacker geschlagen. Was man da alles für Zeugs finden kann. Wir bringen das natürlich alles nach und nach zu Eugen. Ist ja klar. Sehe aber gerade, es gibt neue Meilenaufgaben. Natürlich, ja. Tiefseetaucher. Unsere schöne Insel ist von nicht minder schönem Meer umgeben. Also wirf dich in deinen Taucheranzug und ernte die Früchte der Tiefe. Je mehr du findest, desto mehr Meilen erhältst du. Philosoph. Sehr schön. Dann haben wir noch Meeresfrüchtchen. Am Meeresboden treiben die kuriosesten Wesen ihr Unwesen. Wer die Unterwasserwelt gründlich erforscht, dem gehen zusätzlich auch noch die begehrten Nuckmalen ins Netz. Ich liebe diese Texte, die sind voll gut geschrieben. Noch mehr? Ja, wahre Freunde, letzter Stempel. Entspannt. Das ist doch eine Miesmuschel. Mmh, lecker, mit Tomatensauce und ein bisschen Weißwein. Spaghetti. Sorry. Ist das eine entfernte Verwandte vom Miesepeter? Hauptsache schmeckt. Oh, so böse. Sorry. Aber ich mag die.
Obwohl die so viel Dreck fressen. Also sagt man zumindest. Aber ist mir egal. Und noch was. Eine Seepocke. Oh, warte. Ist die nicht gefährlich? Die hat so hoch gepokert. Also es könnte sein, man kann ja auch einfach einen Rotfeuerfisch in die Hand nehmen in diesem Spiel. Was man niemals tun sollte. Drei Funde hintereinander, aber das kennen wir schon. Okay, dann weg damit. Genau. Nimmt da einfach ein Segel mit der Hand. Ja, wir hatten es ja gerade. Meister der Überraschungsakupunktur. Oh, nicht reintreten. Viele sind auch echt extrem giftig, ne? Und guck mal, man kann jetzt hier den Steg von dem Flughafen sehen. Das finde ich voll geil, ey. Also Stegen sind meistens auch sehr, sehr viele Fische am Start. Geil. Ich glaube, ich schwimme jetzt einfach mal durch die ganze Insel und wenn irgendwas Cooles zu sehen ist, dann sage ich euch Bescheid. Das ist neues Grünzeug. Eine Kriechsprossalge. Hab ich dich gekriecht? Diese Flachwitze, ich... Oh. Da ist was aufgetaucht. Oh, schön. Das ist doch ein Seestern. Ich sehe Sternchen. Aber ich habe immer noch nicht das gefunden, wonach ich suche. Ich habe nämlich parallel hier auf Twitter gefragt. Was muss man denn eigentlich machen, um diesen Johannes zu treffen? Man braucht eine Kammmuschel! Die kriegt man wohl nur einmal pro Tag, beziehungsweise die Begegnung mit Johannes ist nur einmal pro Tag möglich. Und es soll wohl ab und zu vorkommen, dass er nicht auftaucht, obwohl man eine Kammmuschel bekommen hat. Es sei wohl ein Bug. Drücken wir die Daumen, dass das bei mir nicht eintritt. Wäre sehr belastend. Kammmuscheln sind, by the way, sehr lecker. Also, wie die Miesmuscheln auch, aber... Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich bin ein Muschelfan. Venusmuscheln sind auch noch heftig. Und King ist einfach die, wie heißt sie auf Deutsch? Scallops. Boah, fällt mir gerade nicht ein. Was bin ich dumm. Oh! Ein Oktopus! Du hättest besser Acht geben sollen. Der ist natürlich auch sehr vorzüglich. Ich mache mir gerade so viele Feinde, die ganzen Tierschützer und Veganer. Das tut mir leid. Das tut mir leid, Mann. Ist aber so, Mann. Aber wer ist Scallops auf Deutsch? Ah, ja, Jakobsmuscheln. Genau, hier, zack. Aber ich bin auch insgesamt einfach nur ein Freak, was Essen aus dem Meer angeht. Ich könnte wirklich komplett aus... Von, also alles, zumindest tierische, von der Oberfläche verzichten. Fleisch, alles weg. Gut, Chicken ein bisschen schwer, aber ich könnte. Aber niemals, niemals auf Fisch und Meeresfrüchte. Nein! Bin gerade am Überlegen. Hat man die Wellen hier rechts am Felsen schon immer so schön aufschlagen sehen? Denke nicht. Und die Inseln da im Hintergrund sind auch neu, oder? Zumindest ist mir all das bislang noch nicht aufgefallen. Dich kenne ich schon. Hat sich das gerade bewegt? Das ist sie doch. Ja, und er taucht direkt auf. Geil. Eine Kammmuschel, die Friseurin der Unterwasserwelt. Übrigens muss man aufpassen, man braucht auf jeden Fall Platz im Inventar. Boah, ich dachte, der verschwindet jetzt gerade. Hey, Mann, magst du vielleicht deine Kammmuschel an mich abtreten, ne? Okay. Wow, voll großzügig von dir, Diggi. Warum sieht er aus wie ein Rapper? Da du mir deine Kammmuschel überlassen hast, habe ich dir auch eine coole Anleitung zugesteckt. Skuskus.
Die Perlen, die du für dieses Bastelprojekt brauchst, sind krass selten, ich schwör. Und nur Meeresboden zu finden. Gucci, Gucci, nur noch Gucci. Falls ich selbst mal eine finden sollte, tausche ich sie gerne gegen weitere Kammuscheln von dir ein. Yo. Geben mag wohl noch schöner sein als nehmen, yeah. Aber wenn beide Parteien geben, ist's noch krasser, Mann. Skuskun. Und weil du's bist, gebe ich dir sogar noch ein paar weise Worte mit auf den Weg, Digia. Dann pass mal auf, Dafür, dass Bäume so viele leben, sind sie eigentlich viel zu schweigsam, Digga. Jetzt bist du erleuchtet. Nur noch Gucci. Peace out. Was ist denn das für ein Weirdo? Bleib hier! Der cheatet voll! Diese Absperrung darf man nicht überschreiten, Landdeutsch. Was macht der da? Isst der sie jetzt? Oh, mit Schale? Du bist ja geisteskrank. Otter wie? Otter was? Wenn ihr irgendwo einen entspannten Otter auf dem Wasser treiben seht, lasst ruhig eine Kammuschel springen. Dann lässt Nooking vielleicht auch ein paar Meilen springen. Okay. So. Und, er hat mir jetzt... Ah, genau. Von ihm kann man einmal pro Tag nämlich... eine Anleitung bekommen, die zu dem aktuellen oder vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz aktuellen, aber damals aktuellen Set passt. Und zwar die Nixon-Möbel. Oh shit, ich kann jetzt hier nirgendwo an Land, oder? Verdammt, Mann. Ich will euch doch nur die Anleitung zeigen. Oder kann man hier hoch? Ernsthaft? Naja, gut, komm. Ich wollte ja sowieso einmal rundherum schwimmen, dann mache ich das auch. Als ob ich direkt noch eine finde. Na gut, die ist dann fürs Museum. So, da hätten wir es, das Nixon-Regal. Einmal erlernen, bitte. Und dann schauen wir auch gleich mal nach, was man dafür braucht. Ich schätze mal Sachen aus dem Meer, also sowas wie... dieses ganze komische Unkraut. Hä? Ich hab ja... Oh, man hat anscheinend automatisch noch ein paar andere Sachen am Start hier. Guck mal. Kam das jetzt einfach per Update hinzu, oder was? Bunt-Hyazinthenkrone. Bunt-Tulpentürkranz. Bunt-Kosmen-Türkranz. Dschungeltapete. Anders geil. Bambus-Wandschirm. Bambustrommel? Das ist das Nixon-Regal? Wo bekommt man denn eine Perle her? Ist das ein neues Item? Kann man vielleicht ab und zu mal am Strand finden, keine Ahnung. Koralle und Riesenmuschel ist jedenfalls so, dass man das am Strand finden kann, ja. Mhm. Okay. Gartenfels. Duftlampe. Schneidebrett. Oh, es sind schon nice Sachen dazugekommen, doch. Mhm. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir vielleicht eine Perle finden. Wäre doch geil, oder? Während eines Twitch-Livestreams habe ich eine gefunden. Hier meine Live-Reaktion. Ja. Warum nie über OBS? Weil mir da die Bitrate nicht ausreicht für 4K. Also, ich weiß nicht, mein PC macht dann bei 40 ungefähr... Hat da keinen Bock mehr. Aber du brauchst für True 4K auf YouTube mindestens 55. Deswegen mache ich vieles über Nvidia Shadowplay oder halt über die Aufnahme. Was? Ich habe eine gefunden? Ich habe davor 1,5 Stunden gesucht. 2 Kammuscheln, 0 Perlen. Ich habe literally gerade die Aufnahme gestartet. Vor 30 Sekunden. Was geht?
war einfach gerade dabei, eine technische Frage zu beantworten und hab gar nicht mitbekommen, dass ich die Perle gefunden habe. Ich hatte die Aufnahme da auch gerade erst gestartet, die lief 30 Sekunden, vielleicht eine Minute. Konnte es gar nicht fassen, weil ich davor echt lange gesucht habe. It's so crazy. Ehre an alle, die während des Streams dabei waren. Das war schon ein bisschen legendary. So, und jetzt können wir uns dieses wunderschöne Nixon-Regal herstellen. Also ich muss schon sagen, diese Möbelserie ist echt geil. Ja, die ist vielleicht so ein bisschen feminin, sag ich mal. Also ich glaube, Frauen stehen da extrem drauf. Aber selbst ich muss sagen, wow. Das turnt mich richtig an. Kann man das auch umgestalten? Nee? Okay. Ja, wäre auch ein bisschen strange. Leider bekommt man die Anleitungen aber wirklich nur von Johannes. Mal gucken, ob ich da noch welche zusammenbekomme. Ist aber tatsächlich eher unwahrscheinlich, weil ich dieses Event ja im Nachhinein feature. Es ist ja eigentlich schon längst vergangen. Und auch die Batterieleistung hat keinen Bock mehr. Was wir das nächste Mal machen werden, ist Gullivers Zwillingsbruder oder seine neue Identität ausfindig machen. Der taucht nämlich auch nur zufällig auf. Und das wäre jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ich sitze jetzt schon an diesem Part extrem lange, obwohl es wahrscheinlich nur 20 Minuten sein werden. Und wir checken die Fauna per D ab. Was kam Neues hinzu? Vor allem, was sagt Eugen dazu? Nicht verpassen und Like da lassen. Fühle ich.